Es gibt ja bald eine eigene Late Night Show im MDR. Das dürfen wir doch, das dürfen wir doch, verraten. Doch, darf man verraten. Muss man verraten. Muss man verraten. Es wurde auch schon ausgezeichnet. Auch, dass die am 22. ja, ausgestrahlt wird. Zum Beispiel mit Gregor Gysi. Ja, ich war total perplex, dass er gekommen ist. Und ich glaube, er hat sich recht gut amüsiert. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, da ja, war viel. Aber erst nach einem Stück. Er musste schon erst mal gucken, wozu er gebeten ist. Muss ein bisschen auftauen. Ja, ja. Er ist ja heute Abend auch hier. Ja, ich freue mich, hoffentlich rennt er nicht weg, weil er vielleicht... Ist er danach weggerannt? Nach der Nein, eigentlich nicht. Er ist okay, sehr gut gelaunt gegangen. Also ich bekam sogar gesagt, noch nie so beschwingt ist er gegangen wie von unserer Sendung. Kam er auch zu Wort? Man sagt ja, also schwer. Katrin Weber, schwer Late Night, da ist schwierig, was zu sagen. Ja, Sie merken es ja schon, ne? Ja, er hat sich auch ein bisschen, er hat das zweimal sehr moniert, dass er ein bisschen Probleme hatte. Und wenn er das schon sagt, ne? Aber er hat sich darauf eingestellt, also es ging dann. Aber es war sehr schwer für ihn. Okay, vielleicht gibt es ja heute ein Wiederzusammentreffen sofort und dann wird bei der Aftershow-Party noch ein bisschen geplaudert. Ja, genau. Ich habe ihm meinen Weißwein drüber gekippt, vielleicht mache ich das heute wieder. Sehr gerne. Da freuen wir uns später drauf. Viel Spaß, schönen Abend. Tschüss, danke.